Olonka Zwettner. Hallo Leute, darf ich vorstellen? Das hier ist Cleo. Cleo ist ein Bolonka Zwettner und um diese Hunderasse dreht sich heute alles. Bolonka Zwettner bedeutet übersetzt so viel wie buntes Schoßhündchen. Na, aber dass Bolonka Zwettners noch viel mehr drauf haben, als brav auf dem Schoß zu sitzen, das will ich euch heute zeigen. Und ich freue mich total, ich darf nämlich eine Familie besuchen, die seit 6 Wochen einen kleinen Bolonka Zwettner Welpen hat. Das wird toll, freut ihr euch auch? Aber bevor wir das alles machen, starten wir mit der Quizfrage. In welcher Farbe gibt es Bolonka Zwettners nicht? Antwort A, in weiß. Oder ist es Antwort B, in schwarz. Die Auflösung gibt es wie immer am Ende der Sendung. Aber vielleicht entdeckt ihr die Antwort ja auch in der Folge. So, ich mache mich jetzt mal auf den Weg zu Cleos Freunden. Und für euch gibt es so lange die Infos. Bolonka Zwettners gehören zu den Gesellschafts- und Begleithunden. Sie kommen ursprünglich aus Russland. Dort waren Schoßhunde am Zarenhof sehr beliebt. Der heutige Bolonka Zwettner wurde vor rund 60 Jahren gezüchtet. Dafür paarte man verschiedene Zwerghunderassen, wie weiße Bolonka Franziskas mit Shih Tzus, Bolognesern und Lhasa Apsos. Der Bolonka Zwettner ist nie ganz weiß. Sein Fell ist immer farbig, wie zum Beispiel schwarz, braun, fuchs oder auch cremefarben. Hallo Nasan. Hallo Anna. Bei Nasan leben die drei Bolonka-Zwettner-Hündinnen Cleo, Limon und Shirin. Nasan züchtet diese Hunderasse auch. Sehr, sehr hübsch. Aber jetzt fällt mir gleich mal auf, die Shirin sieht ganz anders aus als die anderen beiden. Sie ist jetzt auch ein bisschen kurz geschnitten. Ach so, die wirkt irgendwie so viel kleiner. Das ist das Fell. Jetzt musst du mir erst mal erzählen, wie bist du denn überhaupt auf die Bolonka-Zwettners gekommen? Ach, weil die Hunderasse einfach Familienhund ist. Ich habe Kinder und wir leben zusammen. Jetzt konnte ich natürlich nicht umhin zu bemerken, dass du hier schon einen coolen Parcours aufgebaut hast. Ich nehme mal an, der ist nicht für uns, sondern für die Hunde, genau, oder? Ist für die Hunde gedacht, genau. Super, denn ich will ja heute beweisen, dass das nicht nur Schoßhündchen sind. Ja. Cool, mit wem starten wir denn? Wir starten mit der Cleo, würde ich sagen. Die macht schon selber. Gut, dann los. Genau. Dank der Hundeleberwurst hat Cleo sogar Lust, den Parcours mit mir zu machen. Und durch den Tunnel. Ah, super! Kurze Belohnung. Und über die Wippe. So. Daran ist auch sieht okay. Man, dass sie kluge Hunde sind hier. Ja, ist auch okay. Sie hat sich nicht getraut, dann muss sie es auch nicht machen. Na, das hat doch jetzt Spaß gemacht. Da kriegt man selbst gleich ein bisschen Bewegung ab. Ja. Du hast natürlich einen schönen großen Garten. Ist das denn ein Muss, wenn man sich Bolonka Zwettners halten möchte? Oder kann man die auch einfach in der Wohnung halten? Also man kann sie natürlich in einer Wohnung halten, aber besser ist natürlich schon der Garten. Aber wahrscheinlich kommt es vor allem darauf an, wie viel man mit denen unternimmt, oder? Genau, die brauchen schon Beschäftigung. Also ich sage immer, dreimal am Tag, so 30 Minuten kann man schon mit denen laufen. Das machen die kurzen Beinchen auch gut mit? Das machen die kurzen Beinchen super mit, ja. Und du hast ja jetzt 3 Bolonkas. Genau. Sollte man die sich immer in der Gruppe halten oder kann man auch einen einzelnen halten? Also 1 ist okay, 2 ist immer schön und 3 ist super. Ohne tierischen Spielpartner brauchen sie viel Zuwendung durch ihren Menschen. Bolonkas sind nicht gern allein. Jetzt ist das Wetter zwar ganz schön, aber ich würde natürlich gerne wissen, wie die Bolonkas bei dir wohnen. Kannst du mir das mal zeigen? Natürlich, gerne, sehr gerne. Kommst du mit, Cleo? Ja, Cleo, komm. Jetzt kommen wir hier rein und mir sind natürlich sofort die Pokale ins Auge gestochen. Von wem sind die denn? Das sind von meinen Hunden. Echt? Ihr habt Pokale gewonnen? Ja. Wofür denn? Was wurde denn da bewertet? Das sind so die Schönheitswettbewerben. Was macht denn ein Bolonka-Zwettner schön? Was ist da wichtig? Also das Fell muss natürlich dem Standard entsprechend lang gehalten werden. Die Augenbrauen müssen da sein und auch das Bart muss da sein. Okay, ich habe hier gerade schon den ersten Platz entdeckt. Wer hat den denn gemacht? Das hat die Shirin gemacht. Boah, das ist mal ein ordentlicher Pokal, oder? Ich glaube, der ist größer als die Shirin selber. Ja, das stimmt. So einen schönen Hund muss man auch gut pflegen. Besonders das lange Fell braucht ab und zu eine Sonderbehandlung. Kämmen und Baden mit Hundeshampoo und manchmal auch mit einer Hundespülung muss sein. Und die Zähne sind auch sehr wichtig. Wie kann man sich das vorstellen? Denen werden ja jetzt wahrscheinlich nicht die Zähne mit der Zahnbürste geputzt, oder? Ja, doch, die werden mit der Zahnbürste geputzt. Kannst du mir das mal zeigen? Natürlich zeige ich dir das.
So, na du, darf ich mich da dazusetzen? Gehst du ein Stück rüber? Oh, danke. So, dann kriegt die Shirin mal schicke Zähne. Erstmal Hundezahnpasta drauf. Achtung, auf keinen Fall Zahnpasta für Menschen verwenden. Diese spezielle Hundezahnbürste vibriert gar nicht. Die Zähne werden durch Schallwellen sauber. Das ist auch für die Hunde angenehm. Wie oft machst du das? Einmal die Woche. Ach so oft, okay. Bei allen Hunden. Also ein bis zweimal kann man auch machen. Die Fellpflege kann man gut selber machen. Dabei muss man auch an versteckte Stellen denken, wie an die Unterseite der Pfoten. So, Limon, dann bist du wieder schick. Keine Knoten im Fell. Genau, jetzt kann sie wieder. Dann bitte schön. Laufen. Mach alles wieder wild. Mach alles wieder wild, genau. Ich bin ja echt begeistert, wie zutraulich die sind. Die kennen mich ja jetzt eigentlich fast gar nicht. Ja. Und trotzdem lassen die sich so ohne weiteres von mir streicheln. Ist das typisch Bolonka-Zwettner? Die sind sehr zutraulich, verschmust, kommen sehr schnell zum Menschen. Also ein absoluter Familienhund. Ein absoluter Familienhund, genau. Auch sehr gut für Kinder geeignet. Aber die müssen bestimmt auch gut erzogen werden, natürlich, oder? Natürlich, das ist das A und O. Sie müssen gehorchen. Genau. Das will ich doch gleich mal testen, ob die das machen. Wollen wir mal eine Runde spazieren gehen? Genau, sehr gerne. Cool. Machen wir. Kommt ihr mit? Na, ja, komm. Unbedingt, oder? Na komm, wir laufen jetzt. Komm. Hui, ich sag's euch, Leute, es ist so windig, hab ein bisschen Sorge, dass die Hunde wegwehen. Nee, die bleiben schon am Platz. Nasans Hunde laufen mit Schleppleinen. Auf die kann man schnell drauftreten, wenn sie ausbüchsen wollen. Du wolltest mir ja zeigen, was sie alles so drauf haben. Was für Kommandos kennen die denn? Also Rückruf ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn die irgendwo sind und du rufst sie, dann müssen sie kommen? Ganz genau, dann müssen sie kommen. Pass auf, dann testen wir das doch gleich mal. Ich bleibe mit den Hunden hier, du gehst ein Stück weg und rufst sie dann. Genau, so machen wir es. Kommt mal her. Shirin, Cleo. Oh. Rein. Cool, das klappt ja richtig super. Super. Und das ist auch so das wichtigste Kommando, oder? Ganz Weil genau. Wenn irgendwo ein Auto ist zum Beispiel, dann müssen sie bei dir bleiben, damit genau. sie da nicht reinrennen. Genau. Die anderen Grundkommandos wie Sitz, Platz oder auch Pfote können Nasans Hunde natürlich auch. Super. Wie schaut's denn aus mit Spielen, Mädels? Spielen? Nee, die haben jetzt, glaube ich, jetzt Hunger. Die haben ja jetzt auch viel gearbeitet. Da verdienen sie auch mal was zum Schnabulieren. Genau. Okay, dann los. Mal füttern, ha? Super, komm. Also es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass die hier alle bei uns in der Küche sind. Ich glaube, die haben ordentlich Kohldampf. Ja, das haben sie. Was gibt's denn zu futtern? Also wir haben heute Nassfutter mit Karotten und Lachsöl. Tue ich noch ein bisschen rein. Bei so kleinen Hunden muss man gut aufpassen, dass sie nicht zu dick oder zu dünn werden. Deswegen wiegt Nasan die Futtermenge ab. Wie oft werden die denn gefüttert? Zweimal täglich, die Erwachsenen, morgens und abends. Und bei Welpen ist es so, dass man die tatsächlich 3 bis 4 Mal am Tag füttern sollte. Guten Appetit, meine Damen. Die Bolonka-Zwettners sind ja jetzt nicht die größten Hunde, dann brauchen sie ja auch nicht so viel Futter. Ist das Futter dann auch günstig? Ja, es ist, hängt natürlich von der Futterart ab. Ja. So zwischen 20 und 50 Euro, würde ich sagen, im Monat. Pro Hund? Pro Hund, ja. Okay, und welche Kosten kommen sonst noch so hinzu? Was rechnest du ungefähr für einen Tierarzt? 15 bis 20 Euro im Monat. Die Haftpflichtversicherung würde im Jahr so 60 Euro kosten. Dann muss man ja eine Hundesteuer zahlen. Wo liegt die ungefähr? Man zahlt zwischen 60 und 180 Euro, würde ich sagen, je nachdem, wo man wohnt. Und dann braucht man ja noch eine Erstausstattung. Aber was das ungefähr kostet, das will ich jetzt bei Familie Bauer herausfinden. Denn die haben seit 6 Wochen einen kleinen Bolonka-Zwettner-Welpen, die Fee. Familie Bauer, da muss ich hin. Hallo! Hallo! Uiuiui! Da ist jemand ganz wild unterwegs. Hallo Fili! Hallo Eva! Hallo Birgit! Hallo Anna! Ich freue mich sehr, dass ich euch heute besuchen darf, denn ich würde sehr gerne mal sehen, wie die Fili so bei euch wohnt. Klar, komm rein! Cool! Das hier ist Filis Platz, oder? Ganz genau! Wollen wir uns da mal gemütlich machen? Ja!
magst du da rein, Chili? Ja, hallo. Ja, hallo, du kleine Maus. Oh. Du bist noch ein bisschen wilder als die, die ich gerade kennengelernt habe. Hä? Wie sind denn die ersten Wochen so gelaufen? Ah, ganz gut. Ja? Ja, nachts schläft sie super durch. Tagsüber ist sie halt, sie schläft viel. Aber wenn sie wach ist, ist sie dann auch ein richtiges Energiebündel. Ja, das ist doch schön. Gab es auch ein paar Schwierigkeiten? Waren Sachen anders, als ihr es erwartet habt? Ja, sie macht halt ab und zu noch rein. Wobei ich mir das schon gedacht habe, sie ist halt ein Baby. Ist halt ein bisschen anstrengend ab und zu. Ich habe jetzt schon gesehen, ihr habt jede Menge Sachen besorgen müssen. Ja. Was kostet denn so eine Erstausstattung? Also so insgesamt war es zwischen 150 und 200 Euro. Okay, also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Genau. Und was kostet ein Bolonka-Zwettner-Welpe? Das kommt auf die Farbe an, so zwischen 1.800 Euro und 2.500 Euro. Aber ich habe schon gesehen, man muss auch nicht alles kaufen. Ihr habt auch was selber gebastelt, oder? Genau, die Eva hat ein Haus gebastelt für die Feli. Ach, das warst du. Wie cool. Können wir das mal anschauen? Komm, Feli, zeig mal, was du da hast. Das ist ja cool. Rein? Geht sie da auch gern rein? Ja. Und da verstecke ich im Moment mal Leckerlis. Und dann kann sie die da suchen. Zwischen den Klorollen hier. Dann kann man sie ein bisschen beschäftigen, weil man kann ja mit so einem Welpen auch noch gar nicht so lange rausgehen wie jetzt mit einem erwachsenen Tier, oder? Ja, das stimmt. Es gibt so eine Regel, so mit einem Vierteljahr eine Viertelstunde, mit einem halben Jahr eine halbe Stunde und mit einem Jahr so eine Stunde. Aber dann muss man wahrscheinlich öfter raus, weil die können das Pipi noch nicht so gut halten. Genau. Wollen wir mal was verstecken? Mal schauen, ob sie das gut findet. Können wir machen. Oh, ich will gar nicht aufhören zu spielen, aber wir haben noch eine wichtige Aufgabe. Wir müssen noch die Quizfrage auflösen. Und ich glaube, nach 6 Wochen Bolonka-Zwettner-Welpe seid ihr auch schon ein bisschen Experten, oder? Ein bisschen. Welche Farbe dürfen Bolonka-Zwettners nicht haben? Antwort A, weiß, oder Antwort B, schwarz? Antwort A, Bolonka-Zwettners dürfen nicht weiß sein. Stimmt, denn Bolonka-Zwettner bedeutet übersetzt auch buntes Schoßhündchen. Wobei ich finde, Schoßhündchen wird den Hunden wirklich nicht gerecht. Die haben noch eine ganze Menge mehr drauf. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus.